Eine aussterbende Art in einer Welt, in der Instagram-Filter unsere Selbstwahrnehmung und glattgeleckten Friede, Freude, Eierkuchen, Werbeplakate und politisch überkorrekte KI-Textgeneratoren unsere Denke beeinflussen? Halten die Zeichner von Tierfick-Schichten mit einer toten Armee von Geistern, Zombies und Dämonen dagegen? Wer auf derben, teils schmutzigen Humor steht, sollte sich Tierfick-Schichten auf jeden Fall unter die Lupe nehmen. Aber Achtung, man muss schon aufpassen, dass man sich beim Umblättern der Seite nicht mit Blut bekleckert.